Da haben wir die Landung dann doch überstanden. Dann fängt der Stress erst richtig an. Wir müssen uns an die geringe Schwerkraft und die extreme Kälte anpassen. Durchschnittlich minus 60 Grad Celsius. Und wir müssen uns vor der größten Gefahr schützen, der Strahlung. Die Strahlung. Und da reden wir zum einen von der kosmischen Strahlung und von der UV-Strahlung. Die UV-Strahlung trinkt, beide Strahlungen trinken ungehindert auf die Marsoberfläche, auf die Marsoberfläche ein, weil der Mars kein Magnetfeld hat, wie die Erde, die zum Beispiel vor der kosmischen Strahlung schützt. Nun gut, es gibt viele Lavahöhlen, die würden uns schützen. Und dank der Marskarten wissen wir, wo sie sind. Aber die ganze Zeit so unter der Erde, fällt uns da nicht noch eine bessere Lösung ein? Denkbare wäre da zum Beispiel Habitate aus dem 3D-Drucker. Da werden heutzutage schon Tests gemacht mit ganz speziellem Material. Auch für eine spätere Besiedlung anderer Planeten übrigens. Von der NASA gibt es da einige Studien, die da finanziert werden, wo man so ein ganz spezielles Material hat, was man vor Ort mit so 3D-Druckern, die auf dem Mars stehen, nutzen kann, um dann vor Ort die Gebäude zu bauen. Das ist schon mal super, denn wir müssen mindestens ein Jahr auf dem Mars bleiben, bis er wieder nah genug an der Erde ist, um zurückzufliegen. In dieser Zeit brauchen wir Wasser, Sauerstoff und Nahrung. Pro Person mindestens 1100 Liter Wasser, 365 Kilo Sauerstoff und 1095 Kilogramm Nahrung. Wenn schon die Besatzung in Kälteschlaf versetzt wird, um Reisegepäck zu sparen, lassen sich solche Mengen wohl eher nicht von der Erde mitnehmen. Also muss der Mensch das irgendwie dem knochentrockenen, lebensfeindlichen Mars abbringen. Nur, wie soll das gehen? Mit einer Kombi aus Kot und Marsboden gelingt es im Hollywood-Film Der Marsianer, dem zurückgelassenen Astrobotaniker Kartoffeln anzubauen. In Wirklichkeit ist das eher schwierig. Pflanzen können mit Marsboden nur wenig anfangen und selbst wenn sie darauf wachsen würden, wären sie ungenießbar, voll giftiger Schwermetalle. Also alles umsonst, weil wir auf dem Mars verhungern würden. Wir haben alle Metallelemente wie Magnesium und Calcium im Boden, Kohlenstoff und Stickstoff in der Atmosphäre und wir könnten Wasser aus Boden und Atmosphäre ziehen. Stopp mal. Es ließe sich Wasser direkt aus Sand gewinnen? Was ist dann das Problem? Das Problem ist, dass diese Elemente in einer Form vorliegen, die von den meisten Organismen nicht direkt genutzt werden kann. Also brauchen wir einen Vermittler. Und das könnten Cyanobakterien sein. Man geht davon aus, dass diese grünen Mikroben die Rohstoffe des Mars fast direkt zum Wachsen nutzen könnten. Und wenn sie gewachsen sind, könnte man sie nutzen, um Nährstoffe und Dünger herzustellen, um Pflanzen und andere Mikroben wachsen zu lassen. Und die könnten wiederum Sauerstoff, Nahrung, Medikamente und andere Güter herstellen. Wir könnten also mit Hilfe der Cyanobakterien eine Art Mini-Ökosystem erschaffen, das alles produziert, was wir zum Überleben brauchen. Zumindest, wenn wir uns mit wenig zufrieden geben und nicht zu viele werden. Elon Musk will mehr, nämlich siedeln, und zwar in einer Stadt, Mars City. Wir sollten so schnell wie möglich eine selbstversorgende Stadt auf dem Mars bauen. Ich bin optimistisch, was die Zukunft der Erde angeht. Aber es ist wichtig, eine Versicherung zu haben für das Leben an sich. Treibstoff für den Rückflug, Wasser, Nahrung, all das soll Mars City selbst produzieren. Musk will ab 2029 die ersten von rund 1 Million Siedlern zum Mars fliegen. Sie sollen die Stadt bis 2050 bauen und bewohnen. In dieser Vision ist der Mars ein Planet B, eine Alternative zur Erde, falls die nicht mehr bewohnbar sein sollte. Möglich soll das werden durch Terraforming. Terraforming ist die Veränderung eines anderen Planeten, um erdähnliche Bedingungen zu schaffen. Das Ziel ist, dass die Menschen auf diesem Planeten ohne jeglichen Schutz herumlaufen könnten. Nun, das ist wirklich schwierig. Die Idee stammte aus den Science-Fiction-Zeitschriften der 1930er Jahre. Es gab einen aufregenden Moment, in dem Weltraumforschende und Science-Fiction-Leute gemeinsam darüber nachdachten, dass wir den Mars terraformen könnten. In der Fiktion ist alles möglich, sogar das Nachbauen einer Erde.
In der Realität übersteigt es unsere Fähigkeiten, zumindest noch. Und haben wir eine Idee davon, was wir anrichten, wenn wir Musks Plan folgen und mit Atom- und Wasserstoffbomben die Pole des Mars beschießen, um den Planeten zu erwärmen? Mal ehrlich, ist das nicht eine Nummer zu groß für uns? Also Terraforming, Herrgott nochmal, nee, das geht nicht. Eine Atmosphäre zu bilden und Pflanzen wachsen zu lassen, halte ich für nicht machbar. Natürlich wäre das kein offenes System. Es wären geschlossene Systeme, in denen man eine atmungsaktive Atmosphäre schafft. Aber ist das auch wünschenswert? Ich denke, dass wir mittelfristig eher daran interessiert sein werden, Forschungsbasen zu errichten, die einfach nur minimale Auswirkungen auf die Umwelt haben. Mit Besatzungen, die sich abwechseln. Vielleicht so wie derzeit in der Antarktis. Langfristig mag vieles möglich sein, was heute Science Fiction ist. Aber als Planet B ist der Mars keine Option. Die drängenden Probleme auf der Erde können wir nur hier lösen. Der Mars ist ein Ort der Fantasie und spannend für die Forschung. Ein Ausweg ist er nicht.